Das hier ist das Honor 8. Es ist preislich nicht bei den High-End-Smartphones zu finden, sondern kam auf den Markt für 399 Euro. Daher sollte es sich als Mittelklasse-Smartphone etablieren, aber für den Preis fand ich es persönlich überhaupt nicht gut. Aber seit dem Black Friday, der ja immer nach Thanksgiving stattfindet, gibt es das Honor 8 mittlerweile für 279 Euro, was es auf einmal super interessant macht. An dieser Stelle auch vielen Dank an die Firma Honor bzw. Huawei, die mir das Handy freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Mir wurde nichts erzählt, was ihr hier seht und hört jetzt also meine ganz persönliche Meinung und ob ich es nun empfehle oder nicht, erfahrt ihr ganz zum Schluss. Fangen wir mit dem Äußeren an. Ich muss sagen, ich habe schon lange kein Smartphone mehr gehabt, das mich optisch so vom Hocker gerissen hat. Ich meine, schaut euch mal an, wie dieses Blau im Licht schimmert. Ich finde das ja einfach richtig nice. Der Hersteller nennt diese Farbe übrigens Saphirblau. Das Honor 8 gibt es noch in den Farben Schwarz, Weiß und Gold mittlerweile in Deutschland und bald kommt sogar die Farbe Sakura Pink. Also auch was für die Mädels dabei. Die Links zu den Smartphones findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Wir haben links den SIM-Karten-Slot, rechts die Laut- und Leise-Tasten und darunter den Power-Button. Oberhalb ist ein Infrarotsensor und das Mikrofon angebracht und unten sehen wir schon den USB-Typ-C-Anschluss, wie es sich für das Jahr 2016 gehört. Links daneben befindet sich der Kopfhöreranschluss, rechts davon die Lautsprecher. Soweit so gut, aber wo ist denn der Home-Button? Keiner da, denn das war's auch schon mit den Knöpfen. Naja, fast zumindest. Ich muss zugeben, es ist zu Beginn sehr irritierend, dass hier unten nur die Aufschrift vorzufinden ist, denn das Gerät wird über den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite gesteuert. Dafür funktioniert der überaus zuverlässig und schnell. Mit dem lässt sich das Gerät nicht nur entsperren, sondern durch Herunterwischen beispielsweise die Benachrichtigung ein- und ausblenden. Außerdem ist da ein richtiger Knopf verbaut, den man individuell programmieren kann. Zum Beispiel durch einfaches Drücken eine App aufrufen, zweifaches Drücken eine andere Funktion und so weiter. Wen es interessiert, ich habe bei mir eingestellt, dass nach zweifachem Drücken die App Shazam sich öffnet, damit ich mal wieder meine Playlist aktuell halten kann, wenn ich einen coolen Song höre. Und einfaches Drücken öffnet bei mir beispielsweise Twitter. Doch so cool es anfangs aussieht, ich muss sagen, dass es irgendwie echt komisch ist, vorne keinen Knopf zu haben. Vor allem ist es auch irgendwie uncool, so viel Fläche ungenutzt zu lassen. Naja, dafür ist das Display mit 5,2 Zoll in einer tollen Größe. Das löst übrigens mit Full HD auf und wie man sehen kann, ist es ein IPS-Panel mit richtig knalligen Farben, guten Weißwerten und ich weiß, der gute Valentin hat auf seinem Kanal die Blickwinkel angeprangert, aber ich persönlich finde die richtig super. Meiner Meinung nach kann es ruhig mit Geräten für über 600 Euro mithalten. Außerdem gibt es verschiedene Einstellungsmodi, mit der man die Farben so einstellen kann, wie es einem persönlich gefällt. Super ist zum Beispiel, dass ich ganz einfach den Blaulichtfilter aktivieren kann, also falls ihr nachts nicht schlafen könnt, solltet ihr vor dem Schlafengehen den Sehkomfort verändern. Das bewirkt Wunder. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, denn obwohl das Honor 8 mit Android 6 ausgeliefert wird, sieht es verdammt ähnlich aus wie iOS. Das liegt an der Emotion UI von Huawei. iPhone-Liebhabern wird das gefallen, vielen Android-Nutzern ist das aber ein Dorn im Auge. Doch natürlich könnt ihr einen Launcher drüber legen und die Software so gestalten, wie ihr da Bock drauf habt. Auf der Rückseite befindet sich etwas, was auf den ersten Blick richtig wahnsinnig aussieht. Nämlich hat das Honor 8 nicht nur eine, sondern zwei Kameras. Beide lösen mit 12 Megapixeln auf. Ich muss an dieser Stelle an den Preis von teilweise unter 300 Euro erinnern. Das ist ja nichts Übliches, denn eine Kamera ist monochrom, also für Schwarz-Weiß zuständig, die andere für RGB, also Farbbelichtung. Aber genau das lässt sich nicht einstellen. Obwohl es so extrem viel Einstellungsmöglichkeiten in der Kamera-App gibt, kann man nicht ohne weiteres die Bilder nur von der Monochrom-Kamera betrachten. Naja, ansonsten bin ich aber mit der Auflösung zufrieden. Cool finde ich beispielsweise auch, dass man im Nachhinein den Fokus auf den Bildern verschieben kann. Aber wozu man jetzt unbedingt zwei Kameras braucht, weiß ich auch nicht genau. Wenigstens sind sie aber im Gehäuse verbaut. Spiele lassen sich übrigens alle zocken. Denn angetrieben wird es von einem Kirin 950 Octa-Core Prozessor mit 4x 2,3 GHz. Naja, man könnte euch ja die Story vom Pferd erzählen, aber die Performance ist einfach überragend. Obwohl es einen 3000 mAh Akku verbaut hat,
kam ich mit dem Gerät nicht über einen Tag hinaus. Da war ich dann doch sehr enttäuscht. Aber mit dem beigefügten Quick Charging Adapter ist der Akku wenigstens im Handumdrehen wieder voll. Der ist nämlich richtig gut und hat sogar 2 Ampere Leistung. Man könnte es also ruhig Super Quick Charger nennen. Ich habe hier nämlich ein Gerät da, was einen Akku von 4000 mAh hat und das Ladegerät auch Quick Charging beherrscht, aber nur 1,67 Ampere Leistung bietet. Dazu gibt es aber nächstes Wochenende ein Video. Bis dahin kann ich euch das Honor 8 auf jeden Fall empfehlen, denn ich möchte meins gar nicht mehr zurückschicken. Ich wollte mir ja ein iPhone 7 Plus zulegen, aber da sehe ich im Moment einfach keinen Bedarf, weil mich das Honor 8 einfach vollstens glücklich macht. Von daher nochmals vielen Dank an Honor fürs freundliche Bereitstellen des Testgeräts und da jetzt auch der Preis gesunken ist, kann ich es absolut empfehlen. Checkt mal unten in der Videobeschreibung die weiteren Farben aus. Das weiße Gerät finde ich beispielsweise sehr interessant und schreibt mir mal unten in die Kommentare, welche Handys oder welches Preissegment euch mehr interessiert und was ihr davon haltet, wenn die Videos wie dieses hier etwas ausführlicher ist. Klickt noch schnell auf den roten Abonnieren-Knopf, dann sehen wir es auch schon wieder im nächsten Video. Bis dahin, see ya!